Wenn Sie in den letzten Tagen durch Duisburgs Einkaufsstraßen gelaufen sind, dann sind sie Ihnen vielleicht auch schon aufgefallen. Die vielen leeren Geschäfte an den Seitenstraßen. Ja, immer mehr Läden machen zu und immer weniger Menschen treibt es in die Innenstädte. Dafür boomt der Onlinehandel umso mehr. Und das hat vor allem Folgen für den Einzelhandel hier in Duisburg. Schwere Zeiten für die Duisburger Innenstadt. Sinkende Kundschaft, fehlende Umsätze und immer mehr Leerstände. Auch wenn davon auf der Hauptmeile der Königstraße weniger zu sehen ist, in den Altstadtstraßen oder am Sonnenwall sieht es für die Einzelhändler noch immer düster aus. Die Inhaberin der Buchhandlung Scheuermann, Elisabeth Ewerts, ist eine davon und sieht Handlungsbedarf. Jedes Geschäft, was wegbricht, ist ein Grund weniger, in die Innenstadt zu fahren, zu kommen. Und darunter leiden wir alle. Also wir brauchen einen Branchenmix. Und es wäre halt zu wünschen, dass das ein bisschen gesteuert werden könnte. Sei es, dass die Mieten angepasst würden oder dass halt das ein bisschen gestaltet wird oder eben auch geworben wird dafür, dass Duisburg ein attraktiver Standort wieder wird. Die Buchhandlung mit langer Geschichte gehört zu den traditionsreichsten in Duisburg und hält weiterhin am Standort fest. Doch viele Geschäftsleute sehen das anders. Gleich mehrere Boutiquen machten am Sonnenwall im letzten Jahr dicht oder verlagerten ihre Läden in andere Städte. Damit sich das ändert, sprach sich Oberbürgermeister Sören Link im letzten Jahr für mehr Zusammenhalt aus. Die Entwicklung Duisburgs kann nur klappen, wenn alle zusammen anpacken. Ich habe in den letzten Jahren wahrgenommen, dass viele Menschen sich bereit erklärt haben, mit anzupacken. Jetzt müssen wir auch Taten folgen lassen. Die Stadt Duisburg ist dazu bereit, ich bin dazu bereit. Wir haben einen Pakt für die Innenstadt geschlossen. Da sind viele konkrete Maßnahmen angedacht. Und ich erwarte jetzt natürlich auch gleiches Engagement, nicht nur von den städtischen Vertretern, sondern auch von den Vertretern des Einzelhandels, der Eigentümer, aus der restlichen Wirtschaft. Wenn alle an einem Strick ziehen, dann hat Duisburg eine gute Zukunft. Ich glaube, wir sind wirklich auf einem sehr, sehr guten Weg und ich würde mich freuen, wenn mehr mitmachen. Nach dem Aus der Pläne für das Designer Outlet Center im Jahr 2017 benötigt die Innenstadt neue Ideen und Projekte, damit es wieder rund läuft. Bis heute blieben diese aber noch aus. Ja, Sie haben es gehört, der Einzelhandel in unserer Stadt hat zu kämpfen. Die Zeiten, in denen Traditionsläden begehrt waren, die sind schon längst vorbei. Wie es zurzeit um den Einzelhandel steht und was die großen Herausforderungen für das neue Jahr sind, darüber spreche ich jetzt mit dem Geschäftsführer vom Handelsverband NRW Niederrhein, Wilhelm Bummann. Herzlich willkommen. Hallo, Frau Bussmann. Ja, wir haben es gerade im Beitrag gehört. Immer weniger Menschen zieht es wirklich in die Stadtteile, in die Innenstädte. Wann waren Sie denn das letzte Mal zum Einkaufen in der Innenstadt oder kaufen Sie lieber online ein? Also ich kaufe nicht lieber online ein. Am Samstag war ich in der Innenstadt und am Sonntag in Meidrich. Also sind Sie öfters in der Innenstadt unterwegs? So ist es. Ja. Trotzdem, also in den vielen Stadtteilen in Duisburg, bemerken wir, dass immer mehr Geschäfte schließen müssen. Ja, was passiert hier gerade in unserer Stadt? Wie ernst steht es um den Einzelhandel hier in Duisburg? Also der Duisburger Einzelhandel, dem steht es nicht ernster zu Gesicht wie allen anderen Städten Deutschlands auch. Wir haben, das muss man feststellen, über 27% an Einzelhandelsgeschäfte in Duisburg verloren. Das sind ein Zeitraum von 10 Jahren. Die Ursachen sind vielfältig, aber da unterscheiden wir uns nicht groß von anderen Städten. Aber das ist eben, wie gesagt, Onlinehandel auf der einen Seite, das ist der Strukturwandel bei uns im Einzelhandel selbst und noch die kleinen Dinge, die wir selbst gemacht haben in Duisburg. Hat also vielerlei Gründe und Ursachen. Wir haben es gerade im Beitrag gesehen, Oberbürgermeister Sören Link, der eben meint, dass wir auf einem guten Weg sind, was unsere Innenstadtentwicklung angeht. Trotzdem sehen wir von Tag zu Tag, wie immer mehr Geschäfte schließen müssen. Ja, das passt doch eigentlich nicht zusammen, oder? Wie ordnen Sie diese Aussage ein? Also die Aussage ist richtig. Wir auch als Verband sind auch dem Pakt der Innenstadt beigetreten. Das ist ein wichtiges Instrument, um letztendlich jetzt, sage ich mal, alle Beteiligten wieder auf eine vernünftige Stadtentwicklung hinzukriegen. Das war nicht einfach. Wir haben vor gut einem Jahr noch die Diskussion um das Designer Outlet Center gehabt. Viele Einzelhändler wussten nicht, wo geht die Entwicklung in Duisburg hin. Jetzt ziehen wir an einen Strang, nicht nur in der Innenstadt, sondern wir haben auch in den Stadtteilen Arbeitskreise, wo wir die kleinen Dinge machen, wie zum Beispiel Blumen gießen. Wer gießt das eine Fach oder wie sieht das mit dem Parken aus? Das sind so die Dinge, die jetzt auch im Kleinen gemacht werden.
Und Sie haben jetzt gerade schon gesagt, eine der Ursachen, warum so viele Geschäfte schließen müssen, ist eben der Onlinehandel, der in Zukunft, wenn wir mal ehrlich sind, auch nicht aufzuhalten ist. An welchen Stellschrauben muss denn noch gedreht werden, damit Einzelhändler und auch die Innenstädte wettbewerbsfähig bleiben, um da mitzuhalten? Also es sind mehrere Stellschrauben. Fangen wir mal an mit dem Einzelhandel selbst. Jeder Einzelhändler muss natürlich ständig für sich prüfen, bin ich noch marktgerecht aufgestellt. Das fängt von Schaufenster an, das fängt von Inneneinrichtung an, das fängt vom Sortiment an. Das geht auch manchmal bis zu den Öffnungszeiten. Das Zweite, und das wird immer wichtiger, wir werden wahrscheinlich in vielen Einkaufsbereichen schrumpfen müssen. Das heißt, die Stellen, wo wir heute noch Handel betreiben, müssen qualitativ im öffentlichen Raum so gut sein, dass Sie Lust haben, einkaufen zu gehen, dass Sie Lust haben, flanieren zu gehen. Das ist Sicherheit auf der einen Seite, das ist Sauberkeit. Und das trifft die Vondermarkstraße in Meidrich genauso gut wie die Münzstraße in der Innenstadt. Inwieweit sind diese Punkte, die Sie jetzt gerade genannt haben, denn schon gegeben in unseren Stadtteilen in Duisburg? Oder besteht da noch Nachholbedarf? Also wir sind ja, wie der Pakt für die Innenstadt gezeigt hat, jetzt dabei auch für die Innenstadt, diese kleinen Themen anzugreifen und die großen natürlich im Auge zu behalten. In den Stadtteilen müssen wir jetzt noch mit den Arbeitskreisen, mit den Bezirksbürgermeistern klar machen, wo wollen wir uns jetzt zukünftig weiterentwickeln, was können wir hier tun, was Sauberkeit anbelangt. Und da waren zum Beispiel auch die Wirtschaftsbetriebe jetzt in den Arbeitskreisen und haben mit uns diskutiert, was machbar ist und was manchmal nicht machbar ist. Denken Sie an Kaugummi. Den kriegen wir weder auf der Vondermarkstraße oder Jägerstraße weg und auf der Münzstraße auch nicht. Mhm. Viele geben ja diesem Onlinehandel die Schuld für diese Entwicklung. Welche Verantwortung aber trägt der stationäre Einzelhandel? Hätte er nicht früher dagegen ansteuern können? Er kann da gar nicht gegen ansteuern, das muss man ganz offen sagen. Die Online-Teile, sage ich jetzt mal gerade, was innenstadtrelevante Sortimente, also Textilien, Schuhe, Lederwaren anbelangt, werden heute schon zu 30% im Online-Geschäft gemacht. Und dann ist es klar, das wird jedem Zuhörer dann auch sein, dass man im Prinzip erkennt, die Fläche ist überfällig. Das heißt, das sind Sachen, die kann der Handel gar nicht beeinflussen. Er kann aber für sich prüfen, muss ich internetpräsent sein, muss ich möglicherweise auch übers Internet verkaufen. Und viele große Handelsunternehmen, auch die kleinen, sind heute Multi-Channel aufgestellt, zu gut Deutsch. Sie verkaufen im Internet und sie verkaufen stationär. Kommen wir mal auf die Jahresumfrage zu sprechen, die Sie ja jedes Jahr zu Anfang des Jahres mit vielen Unternehmen durchführen. Was waren die zentralen Ergebnisse dieser Jahresumfrage, jetzt speziell auch auf den Einzelhandel in Duisburg bezogen? Einmal Einzelhandel, Umsätze auf Vorjahresniveau, das ist schon gut. Das Weihnachtsgeschäft war in Duisburg nicht ganz so berauschend, wie wir uns das vorgestellt haben. Das ist der eine. Das zweite ist, bei der freien Beantwortung konnten viele Einzelhändler ihren Leid klagen. Und sie beklagen das schlechter werdende Umfeld in den Einkaufsbereichen. Und das dritte ist, Konsumklima ist gut. Viele Duisburger wollen kaufen. Zinsen gibt es nicht und das ist dann sozusagen die Chance auch für den stationären Handel, hier die Umsätze zu generieren. Ja. Wie bewerten Sie denn diese Ergebnisse, die Jahresumfrage im Vergleich zu den Jahren davor? Wird es für einen Einzelhändler immer schwieriger, in Duisburg Fuß zu fassen? Also Fuß zu fassen, eher nein. Wir sagen, es ist schon schwierig, den Standort ein solches zu behalten. Das heißt, wenn ich meine Marktposition behalten kann, wenn ich ausreichende betriebswirtschaftliche Zahlen erziele, dann gelingt es auch den Fachhändlern vor Ort nach wie vor, ich sag mal, die Umsätze zu generieren. Ich erwähnte es gerade, aber wo Sie richtig Sorgen haben, sind die Leerstände, die links und rechts sind, die meinen eigenen Standort, den ich habe, runterziehen. Und die Folgenutzung, ich weiß, dass das vielleicht nicht gerne gehört wird, wenn Wettbüros meine Nachbarn sind, wenn Shisha-Spa meine Nachbarn sind, dann kann ich schwer Schuhe verkaufen nebenan. Wenn wir jetzt noch mal einen Blick auf das neue Jahr wagen, was sind denn wirklich die größten Herausforderungen für den Einzelhandel in Duisburg, jetzt mal abgesehen vom Onlinehandel? Also wir müssen jetzt mit den Arbeitskreisen oder dem Pakt für die Innenstadt, ich sag mal, die Grundvoraussetzungen, dass der Einzelhändler vor Ort auch tatsächlich Mut fasst und sagt, okay, hier geht's vorwärts. Das ist ein längerer Prozess, den hat man nicht in 12 Monaten, sag ich mal, bewerkstelligt. Und da sind die Dinge, wo wir jetzt den Fokus drauf legen. Gar nicht so sehr, ich sag mal, die großen Themen, das Arbeitsrecht oder sonstige Dinge, das sind, ich sag mal, vielmehr die kleinen Dinge, die vor Ort gemacht werden müssen. Wie gesagt, unsere Fußgängerzonen attraktiv zu gestalten,
ich als Einzelhändler selbst überprüfen. Ich möchte keine Wespe sehen, die noch im Schaufenster drin ist. Das muss der Handel auch selbst dann machen. Herr Baumann, vielen, vielen Dank für Ihre Einschätzung und für Ihren Besuch hier bei uns. Vielen Dank. Gerne.